Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 17 Rating Prediction, beziehungsweise nein, eine Prediction ist es ja gar nicht mehr, eher der Rating, das Rating Breakdown. So kann man es eigentlich ganz gut nennen, beziehungsweise ja, dem nächsten Meinungsvideos zu den Ratings, die von EA für FIFA 17 geleakt wurden, beziehungsweise veröffentlicht wurden. Heute ist Dienstag und zwar der 30. August 2016. Und EA hat sich gedacht, wir veröffentlichen Plätze 30 bis 21 der, naja, Top-Spieler in FIFA 17 Ultimate Team. Und da haben wir einige Interessante dabei, deswegen möchte ich euch natürlich heute wieder meine Meinung dazu sagen. Wir sehen schon Eden Hazard, Marco Reus, Andres Iniesta. Aber mal sehen, wie wir da so noch drin haben. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare eure Meinung zu den einzelnen Spielern rein. Haben sie das Rating verdient? Wer sollte eher dieses Rating haben? Und ist eventuell hier einfach nur inkompetent? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. In der Videobeschreibung könnt ihr FIFA 17 vorbestellen. Wenn ihr Bock habt, über Amazon, über meinen Reflink, macht euch keine Gedanken, das ist nicht teurer oder so. Ich kriege nur eine kleine Provision dafür. Andere Links könnt ihr auch rauschecken, da haben wir beispielsweise ja die ganzen Social-Media-Seiten, auf denen sich auf jeden Fall lohnt vorbeischauen. Gerade Twitter bin ich momentan sehr aktiv und ja, von daher kommen wir jetzt mal zu den Ratings. Okay, starten mal durch. Wir haben ja schon 30 bis 21, aber wir scrollen mal runter und da sehen wir schon den ersten, der wurde auch gerade schon angepriesen, und zwar Eden Hazard. Allerdings kann man den immer noch aussprechen, wie man möchte. Eden Hazard, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er ein 88er Rating, 90 Tempo, 91 Dribbling, 81 Shooting, 82 Pass, hat eine unglaublich schlechte Saison gespielt. Mit dem FC Chelsea sind ja nicht mal ins internationale Geschäft gekommen, allerdings hat er bei AEM dann wieder ein bisschen aufgedreht und auch diese Saison scheint er zurück zu sein, letztens ein wunderschönes Tor geschossen aus der Distanz, also eventuell ist dieses Jahr wieder ein bisschen mehr sein Jahr als das vergangene, wo er halt wirklich nicht so gut war. Das Rating ist in gewisser Weise ja ein bisschen seltsam, eben weil er nicht so gut gespielt hat, aber ich kann es noch nachvollziehen, weil Hazard ist ja trotzdem ein klasse Spieler, er hat halt nur eine schlechte Phase gehabt und von daher ist es okay, wenn man sein Rating auf 88 belässt. 90 Tempo, 91 Dribbling, sieht schon geil aus, schreibt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ist es angebracht, dass er sein Rating behält oder hätte er gedowngradet werden sollen, so wie beispielsweise Arjen Robben. So. Zweiter Spieler, ihr seht ihn hier schon, es ist Giorgio Chiellini, darunter schon sehen wir schon Petr Cech, dazu kommen wir aber gleich. Chiellinis Brother-in-Love oder Brother-in-Love, what the fuck, hier, Bruder im Geiste, Brother-in-Spirit, ich habe keine Ahnung. Bonucci wurde ja gestern schon auf 87 bewertet, Chiellini ist auf 88. Die letzten Jahre war Chiellini mal deutlich höher als Bonucci, dieses Jahr sind sie nah aneinander dran, was sehr, sehr schön ist. Es fehlt allerdings noch Barzagli und Barzagli kann eigentlich viel weniger bewertet sein, deswegen dürfen wir gespannt bleiben, was da kommt. Ist für mich der beste defensiv gesehen von den rein. Vielleicht wird er ja tatsächlich 89, warten wir mal ab. Auf jeden Fall Chiellini, 74 Tempo, 90 Defending, 85 Physis, 88er Rating plus 1 im Vergleich zum letzten Jahr. Hat die ganze Saison bei Juve wieder bewiesen, was er für eine kranke Innenverteidigung bilden kann mit Barzagli und natürlich auch mit Bonucci. Bei der EM waren sie auch recht stark, wenn auch nicht so gut, muss man da ganz ehrlich sagen, sind gegen Deutschland rausgeflogen, ist auch keine Schande, aber naja, kann man auf jeden Fall so machen. Die Karte sieht extrem stark aus, Low-High-Work-Rates, besser geht's eigentlich gar nicht. Kopfball stark, defensiv stark, recht schnell unterwegs. Was will man mehr? Also diese Dreierverteidigung wird einfach nur biestig werden. Oder was denkt ihr? Petr Cech. Also die beiden Ratings musste man noch nicht so wirklich diskutieren. Petr Cech kann man jetzt diskutieren. Der ist von Chelsea zu Arsenal gegangen. Bei Arsenal hat er unglaublich gut gespielt. Wurde zum Torwart der Saison, glaube ich, gewählt letztens irgendwann. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Recordbreaker hat er bekommen letzte Saison. War unglaublich stark. Mit der Grund dafür, dass Arsenal im Endeffekt doch noch Zweiter geworden ist. Und naja, Chelsea hat einen Fehler gemacht, den abzugeben in meinen Augen. Auch wenn natürlich, okay, sie haben Courtois. Also so ein Fehler war es nicht. Aber Cech ist für mich eine Legende und sie haben damit Liga-Konkurrenten gestärkt. Und das war natürlich nicht der Plan eigentlich. 83 Diving, 85 Reflexe, 90 Ballsicherheit, 85 Positioning. Für mich ist das Rating angebracht. Für mich ist Cech immer noch einer der größten Keeper aller Zeit, einer der besten Keeper aller Zeit und immer noch einer der Top-Keeper momentan. Ich nenne ihn zwar nicht in einem Atemzug, beispielsweise mit Neuer, De Gea und Buffon, was für mich die drei besten Keeper sind, aber auf jeden Fall müsste er so in der Gruppe darunter sein, mit beispielsweise Handanovic oder Jori. Von daher auf jeden Fall das Rating angemessen. In meinen Augen kann man definitiv so machen und ich bin gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt, denn, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Meinungen, aber gerade da die heute allgemein dieses Jahr höher bewertet werden und auch die Außenverteidiger und so allgemein die Spieler einfach ein bisschen mehr an Messi und Ronaldo und so. Es gibt viel mehr höher bewertete Spieler, aber es ist viel geiler, auch für Pack-Openings und so. Von daher kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, mit Cech und der 88 kann man so machen. Kommen wir zu Toni Kroos. Eine 88 hat der für mich beste deutsche Spieler im vergangenen Jahr erhalten und das ist definitiv angebracht. Kroos war bei der EM recht stark im Nationalteam eigentlich immer. Und auch bei Real Madrid hat eine unglaubliche Wichtigkeit. Viele Bayern-Fans trauen ihm mittlerweile hinterher, was vollkommen nachvollziehbar ist. Der Junge hat eine Passgenauigkeit und zwar nicht nur irgendwie Querpass-Toni. Das ist totaler Schwachsinn. Wenn man sieht, was der für wie viele Großchancen oder Angriffe der einleitet, wie viele Querpässe der über sonst was spielt, über wie viele Meter,
mit einer was für heftigen Genauigkeit, wie seine Standards in die Mitte gebracht werden, die Eckbälle und so weiter und so fort, wie die Freistöße geschossen werden, die indirekten. Einfach nur sick und dazu, er ist beidfüßig, er hat sich defensiv gesteigert, er kann schießen, er kann wichtige Tore machen, wie zuletzt jetzt dieses Wochenende gegen Celta Vigo. Also das ist wirklich sehr, sehr angebracht, dieses Rating. 88 passen dazu, 5-Star Weakfoot, sieht extrem, extrem stark aus, ich gönne es ihm von Herzen. Was ich ein bisschen schade finde, sind die 45 Pace, aber irgendwie hat die A dieses Jahr so ein bisschen, naja, das Downgrade-Fieber gepackt, beispielsweise auch bei Sergio Busquets. Ist aber nicht so wild, weil in der Mitte brauchst du sowieso nicht. Und für so ein Passing-Genie ist das Tempo wirklich nebensächlich. Von daher auf jeden Fall eine geile Karte. Dann haben wir Gianluigi Buffon, den haben wir ja gerade schon gesagt, in der ja, für mich besten Torhüterreihe mit Neuer und De Gea auf einem Level. Für mich ist Buffon ehrlich gesagt von denen fast sogar der Beste, weil Buffon einfach schon so lange dabei ist und immer konstante Leistungen gemacht hat. An Buffon kommst du im Normalfall nicht vorbei. Der ist jetzt nicht viel krasser als Neuer. Der ist nicht krasser als Neuer. Der ist auf dem gleichen Level. Aber wenn Buffon gebraucht wird, ist er immer da. Das Ding ist, er hat halt auch eine kranke Abwehr vor sich. Aber immer wenn was durchkommt, also ist es wirklich fast unmöglich, an Buffon vorbeizukommen. Das sieht man jedes Jahr, wenn man sieht, wie viele Gegentore Juve nur bekommt oder wie wenig, eher gesagt. Dazu, er macht so gut wie nie Patzer. Also man hört eigentlich nie von einem Patzer von Buffon. Dann eher von Neuer, dann eher von einem Ter Stegen, aber nie von Buffon. Von daher auf jeden Fall eine 88 gerechtfertigt, ist plus 1 im Vergleich zum letzten Jahr, kann man auf jeden Fall so machen. Und ich freue mich, dass EA ihn so hoch geratet hat, auch wenn ich ihn persönlich eher bei einer 90 sehe, vor allem, weil ich gesehen habe, dass Neuer eine 92 hat. 4 Ratings unter Neuer, finde ich halt ein bisschen unfair, aber Neuer ist halt gehypt bis zum geht nicht mehr, von daher ist auch in Ordnung. Übrigens nochmal, Leute, ich bin kein Neuer-Hater, ich hate Neuer doch gar nicht, ich sage nur, dass ich andere Torhüter auf seinem Level sehe und das ist doch meine Meinung, lasst mir die doch bitte, okay? Neuer ist ein exzellenter Torwart, keine Frage, ich sehe ihn halt nicht nur 4 Universen besser als alle anderen Keeper, nur weil er ein bisschen mehr am Ball kann oder ein bisschen mehr am Ball macht, ein bisschen spektakulärer spielt. Ne? Also das ist einfach meine Meinung, ich hoffe, ihr könnt die akzeptieren und verstehen. Marco Reus, eine 88, war lange verletzt letzte Saison, allerdings war lange verletzt, eigentlich ist Marco Reus immer irgendwo mal verletzt, aber auf jeden Fall mit guten Leistungen überzeugt, den BVB zur Vizemeisterschaft geschossen und der auch dabei geholfen, dass Aubameyang der Vize-Torschützenkönig geworden ist. 90 Tempo, 86 Dribbling, 85 Shooting, sieht sehr, sehr nice, brauchen wir nicht viel zu sagen, ist der neue Coverstar, dementsprechend auch das kleine Upgrade angemessen bzw. verständlich und ich freue mich auf Marco Reus, denn ich glaube, das wird eine richtig, richtig geile Karte in FIFA 17 Ultimate Team. Zu Reus möchte ich aber nicht mehr sagen, weil, ja, gleiches Rating wie Hazard, kann man sich absolut nicht beschweren. Passt alles eigentlich. Perfekt. Andres Iniesta, 88. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre die Zeit gekommen, eine 87 ihm zu geben und nicht mehr 88, aber er ist einfach die Legende im Barcelona-Mittelfeld. Er wird immer der Spieler bleiben, der immer im Team of the Year wahrscheinlich sein wird, weil die Spieler das ja wählen. Und weil sie da die sympathischen Spieler rein werden und so weiter und so fort, da kommt es nicht zwingend auf die Leistung an. Siehe beispielsweise David Luiz damals im Team of the Year, FIFA 15 war es. Ja, kann man nichts gegen machen, aber Iniesta ist halt auch ein genialer Fußballer, zudem total sympathisch und so weiter und so fort. Für mich aber trotzdem, seine Zeit ist ein bisschen, aber er ist nicht mehr so auffällig, er ist nicht mehr so der allerwichtigste. Deswegen wäre für mich auch eine 87 okay gewesen. Aber 88, was will man sich beschweren? 90 Dribbling, 87 passen, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Kleiner Freestyle am Rande und ja, muss man nicht drauf weiter eingehen, weil es ist jetzt keine große Veränderung zum letzten Jahr. Diego Godin, ja, da kommen wir zu einer richtig genialen Karte. 88er Rating, 88 Defending, 65 Pace. Sieht sehr, sehr stark aus. Hat er sich verdient für mich mit Boateng und Ramos zusammen, der beste Verteidiger der Welt. Vielleicht noch Thiago Silva zusammen. Boateng nochmal mit einem kleinen Abstand dementsprechend verdient. Dass Godin, Ramos, beruhig dich mal da draußen. Godin, Ramos und Thiago Silva alle so ein bisschen unter Boateng sind. Aber eine 88 auf jeden Fall nochmal im Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr. Und das vollkommen angebracht. Ich kann mich momentan wirklich nur über die Ratings freuen, weil ich sie alle angebracht sehe. Deswegen, ich will gar nicht mehr viel dazu sagen. Genauso zu Philipp Lahm, 88er Rating. Er ist zurückgetreten. Er hat nicht mehr so extrem viel gemacht. Jetzt, oder ist nicht mehr so auffällig. Aber jetzt hat er bei Bundesliga auf darauf wieder ein Tor geschossen. Der Junge ist einfach einer der wichtigsten Spieler im Bayern-Spiel, auch wenn man ihn nicht zwingend sieht. Ist genauso wie Sergio Busquets. Den siehst du auch nicht zwingend, beziehungsweise er spielt nicht auffällig, einfach weil er Sechser ist. Aber er hat eine unfassbare Wichtigkeit. Und genau das gleiche ist mit Philipp Lahm. Man hat eventuell auch hier den Eindruck, beispielsweise, okay, seine Stats sind anders. Aber naja, gut, 68 Pace halt für einen Rechtsverteidiger sehr beschissen. Sehe ich auch überhaupt nicht so. Also normalerweise müsste Lahm mindestens 75 Tempo haben, weil so klein und wendig und der ist ja schnell. Also so ist ja nicht. Finde ich ein bisschen wack. Also das ist wirklich eine ganz große Kritik an EA. 68 Tempo geht gar nicht. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber sonst eine astreine Karte. Bei Busquets sagen viele, ja, die Stats sind voll beschissen. Wie kann er 87 haben? Er hat es verdient. Und die Stats auf der Karte geben ja nicht zwingend die Ingame-Werte wieder. Die geben sich ja, die setzen sich ja zusammen aus allen möglichen Werten. Beispielsweise Defending, da kommt vieles dazu. Normalerweise hätte der da höher haben müssen. Bei Passen ist Flanken und Freisprezision drin. Kann er nicht so gut. Dementsprechend ist das Rating nicht so hoch. Aber glaubt mir, die Ingame-Stats werden ganz anders aussehen. Und der Busquets hat verdient, genauso wie Lahm.
Malang kann sich absolut nicht beschweren. 86 Defense, 88er Rating, total verdient. Für einen der wichtigsten Spieler der Bayern. Und das Einzige, was halt so ein bisschen wack ist, ist sein Pace. Aber gut, damit kann man eventuell leben. Ich würde ihn sowieso lieber als Sechser spielen. Ich hoffe, da kommt ein Position Change oder ein Inform oder irgendwas. Bin ich mal gespannt. Aber Ancelotti spielt ja mit Viererkette, soweit ich weiß. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Und kommen wir zur letzten Karte. Und das ist Kevin De Bruyne. Der Braune, der ehemalige Wolfsburger, der ehemalige Chelsea-Star. Bei Chelsea konnte er sich in der Premier League nicht durchsetzen. Bei Werder hat er gut gespielt. Bei Chelsea konnte er wieder nichts reißen. Dann ist er zu Wolfsburg gegangen, ist da komplett ausgerastet. Und mittlerweile bei City. Und bei City war er letztes Jahr bis zu seiner Verletzung wirklich der wichtigste Spieler in meinen Augen mit Sergio Kun Agüero und David Silva. Ein unfassbar genialer Spieler. Der hat sich so nochmal entwickelt, seit er in die Premier League gegangen ist. Der hat so eine unglaubliche, der strahlt unglaubliche Torgefahr aus. Der bringt unglaublich gute Standards. Der leitet immer wieder Großchancen, eine sicher am Ball bis zum geht nicht mehr, hat keinen 5-Star-Weakfoot mehr hier, wie wir sehen können, ist aber sogar relativ schnell noch mit 77 Tempo für einen Zehner. Klar, er spielt auch ab und zu mal auf Außen, aber für mich ist er auch ein bisschen schneller, weil 77 technisch einfach ein absolutes Genie. Und ja, er ist so ein bisschen, mit wem kann man ihn gut vergleichen eigentlich? Er ist wie ein David Silva eigentlich, ein jünger und vielleicht noch ein bisschen spritziger und noch ein bisschen torgefährlicher. Also absolut genialer Spieler und die 88 gönne ich ihm vom Herzen. Letztes Jahr 87, das war schon angemessen nach seiner Leistung in der Bundesliga und bei City hat er meiner Meinung nach eine unglaublich wichtige Rolle gespielt. Als De Bruyne verletzt war, lief auch nicht mehr so extrem alles perfekt bei City und das zeigt seine unglaubliche Wichtigkeit und von daher auch die 88 für De Bruyne komplett gerechtfertigt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Ich denke mal, die Ratings hat ihr sehr gut getroffen. Einzelne Stats, wie beispielsweise bei Lahm die 68 Tempo, bei Godin beispielsweise die 79 Physis, weiß ich auch nicht so wirklich. Dazu, ja, was haben wir hier noch so Kritisches? Hier sehe ich beispielsweise nichts. Bei Kroos die 45 Pace sehe ich für, ja, halte ich für ein bisschen Schwachsinn. Auch bei Cech die 85 Reflex und 83 Diving. Nur da hätte man auch ein bisschen höher gehen können, in meinen Augen zumindest. Ja, aber ansonsten sehr gut getroffene Karten, muss ich sagen. Mir freut es, dass es so viele hochbewertete Karten gibt, denn damit haben wir mehr Spaß an Pack-Openings und mehr Möglichkeiten auch an Pack-Openings. Und allgemein wird das Spiel dann nochmal ein bisschen abgerundet, interessanter. Bessere Informs. Geileres Team of the Year, eventuell von den Ratings nochmal her. Vor allem, wenn so ein Vidal beispielsweise reinkommt mit einem 85er Rating und dann Team of the Year wäre auch vielleicht 90 gewesen. Jetzt wäre er beispielsweise 93 mit einer 87. Also müssen wir mal schauen, aber gefällt mir auf jeden Fall doch schon recht gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich freue mich drauf. Vor allem durch die ganze Möglichkeit mit den Leihspielern und dazu mit den die Spieler, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, die bekommen ja in Ultimate Team, wenn sie in Realität gut spielen, auch noch einen kleinen Boost nochmal extra. Die bekommen quasi Informs, aber auf die Karten, die ihr schon besitzt, ihr müsst die nicht extra als Informkarten kaufen, sondern die bekommen einfach einen kleinen Boost. Dazu gehört noch das Team of the Week. Das ist ganz geil eigentlich. Das ist mega vorteilhaft. Die bringen echt geile Features raus in FIFA 17 Ultimate Team. Ich hoffe auch, dass es geil wird, weil FIFA 16 Ultimate Team habe ich nicht ansatzweise so viel gespielt wie FIFA 15. War für mich eine kleine Enttäuschung, da war der Karrieremodus deutlich besser. Vielleicht verschieben sich meine Prioritäten ja dieses Jahr wieder, zumal ich ja auch viel streamen werde und so. Vielleicht habe ich wieder mehr Zeit, Ultimate Team zu spielen. Ich spiele nicht nur Karrieremodus, wo ich irgendwie, ich habe glaube ich 14 Karrieren oder so dieses Jahr gespielt, wo ich zumindest eine Saison gemacht habe. Also ich bin gespannt, aber schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall auch mal in die Kommentare. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Passt auf euch auf, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.